Die Handball-Bundesliga im DSF heute etwas später als gewohnt. Dafür mit einem umso brisanteren Spiel, wie ich meine, GWD Minden gegen die SG Flensburg-Handewitt. Damit herzlich willkommen hier in Minden in der Kamperhalle. Die Ausgangssituation für dieses Spiel, die dürfte klar sein. Beide Teams haben sich zu Beginn der Saison einiges vorgenommen. Allerdings hat bisher nur eine der beiden Mannschaften, nämlich die Gäste aus Flensburg, das soll richtig erfüllt. Das wird deutlich, wenn man mal auf die Tabelle schaut vor dem heutigen Spiel. Da sieht man nämlich, dass Flensburg-Handewitt vorne mitspielt auf Rang 3 mit 3 Minuspunkten. Ist man also gut dabei. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, man darf eigentlich hier keine Federn lassen, wenn man weiter vorne mitmischen will. Ganz anders die Situation beim Gastgeber, bei Minden. Da muss man auf die zweite Seite blättern. Und da sehen wir mit 7:7 Punkten nur auf Platz 12. Da kann man eigentlich nicht so ganz zufrieden sein. Und das bedeutet auch, nachdem man zuletzt gegen Kiel zu Hause verloren hat, man darf sich eigentlich keine zweite Heimniederlage in Folge erlauben. Ist das so? Diese Frage gebe ich weiter an den Manager der Mindener, Horst Bredemeier. Ganz schön viel Druck heute schon. Eine zweite Niederlage darf nicht sein. Ist das so? Das ist so. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Wir hatten einen guten Start vor Olympia. 7:3 Punkte bei 3 Auswärtsspielen. Haben aber in der letzten Woche dann halt zu Hause Kiel verloren, in Wallau-Massenheim verloren. Und schon sind wir abgerutscht. Das ist so. Das müssen wir akzeptieren. Und darum stehen wir heute gewaltig unter Druck. Also die Mannschaft, die unter Druck steht, haben Sie gesagt. Insgesamt mit der Situation, Sie haben es angesprochen, 2 Niederlagen zuletzt. Wie sind Sie als Manager zufrieden? Sie haben sich auch mehr vorgenommen. Ja, wir können nicht zufrieden sein. Das gilt ja für mich auch, wenn ich sage, wir stehen unter Druck. Wir haben uns schon vorgenommen, zu Hause zu punkten. Das braucht man, wenn man in der Bundesliga oben stehen will. Wir hatten in den letzten Tagen natürlich auch ein bisschen Verletzungsbrech. Wir haben ohne Lisicic und ohne Kuseljew gespielt. Sie sind heute wieder dabei, zwar nicht voll dabei, aber sie können uns doch schon weiterhelfen. Da wird auch immer wieder ein bisschen Unruhe mit reingebracht und da gab es ja jetzt dieses, ich sag's mal, unmoralische Angebot. Die Handballfans haben es längst mitbekommen. Der Krösus, THW Kiel, möchte den besten Nachwuchsmann aus Deutschland aus Minden holen, Frank von Behren. Bevor wir uns drüber unterhalten, schlage ich vor, wir schauen mal, was der Betroffene selbst dazu zu sagen hat. Ich habe das Angebot vor ein paar Tagen bekommen und ich bin natürlich stolz, ein Angebot von Kiel bekommen zu haben. Ich muss mir das erstmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, aber ich habe ja eh noch 2 Jahre Vertrag hier nach der Saison und ich habe eh nicht das letzte Wort. Das hat der Manager? Richtig. Aber das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Die sportlichen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen in Kiel wären attraktiver. Ja, natürlich sind die attraktiver, aber ich komme aus Minn und ich fühle mich verbunden zu diesem Verein und wir werden sehen. Wovon machen Sie Ihre Entscheidung ab? Wie ausschlaggebend die dann auch immer sein mag? Natürlich ist es eine große Herausforderung für mich. Ich werde nicht 60 Minuten durchspielen. Ich habe andere Mitspieler, mit Löfgren und Peruničić habe ich es natürlich sehr viel schwerer. Und ich muss mir das Ganze in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und dann sehen wir weiter. Dazu viel Glück, danke. Also da hat Horst Bredemeier jetzt schon ganz genau zugehört und man konnte erkennen, klar, er fühlt sich dem Verein verbunden. Er sagt klipp und klar, er hat einen Vertrag, die Saison dann noch 2 Jahre, aber man konnte schon auch hören, es würde ihn schon auch ein bisschen reizen. Wie stehen Sie dazu? Das ist völlig normal. Wenn es ihn nicht reizen würde, dann hätte er schon ein Riesenproblem. Dann, wenn ich zum deutschen Meister im Europacup wechseln kann, dann muss ich mir das gut überlegen. Aber richtig ist, er hat einen 2-Jahres-Vertrag. Er hat noch vor einem halben Jahr gesagt, dass er mit GWD einiges vorhat. Wir müssen um ihn herum natürlich eine super Mannschaft bauen. Die haben wir eigentlich auch. Darum ist es ja so enttäuschend, wo wir im Augenblick stehen. Aber letztendlich kann man Reisende, die weggehen wollen, natürlich auch nicht halten. Nur das Thema ist in den letzten Wochen hochgekocht. Es ist kein unmoralisches Angebot. Es ist völlig normal, dass der THW Kiel oder Uwe Schwenker natürlich das bestmöglichste Material haben will, um auch weiterhin erfolgreich zu spielen. Und das ist das, was im Sport alltäglich ist. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Frank von Behren hat einen Vertrag bis 2003. Das lassen wir im Augenblick mal unkommentiert so stehen. Und alles andere wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Vielen Dank schon mal für die Aussage. Wir freuen uns jetzt auf ein spannendes Spiel. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Zunächst machen wir eine ganz kurze Pause. Wir sind zurück in der Kamperhalle in Minden, die sich inzwischen auch sehr gut füllt. Es kann gleich losgehen. Unser Spiel Minden gegen Flensburg-Handewitt. Die Voraussetzungen für ein hochklassiges, spannendes, enges Spiel sind gegeben. Alles Weitere von den beiden Kommentatoren Uwe Semrau und Michael Biegler. Hallo auch von der Kommentatorentribüne hier oben in der Kamperhalle. An meiner Seite ist Michael Biegler. Herzlich willkommen. Er ist der Trainer der SG VfL Hameln und bestens geeignet. A, weil er etwas mehr als 2 Jahre Trainer hier in Minden war und B, weil er schon 2 harte Matches hinter sich hat gegen Flensburg und gegen Minden. Aus Ihrer Sicht, wer ist heute Favorit?
das kann man nicht unbedingt an den Spielen festmachen, die ich gegen diese beiden Mannschaften, gegen diese Mannschaft spielen musste. Aber ich denke, mit einer gut gefüllten Halle und mit einer guten kämpferischen Einstellung rechne ich mit einem knappen Sieg für Minden. So war das Ergebnis auch gegen Hameln mit einem Tor, obwohl ihre Mannschaft lange geführt hat hier. Aber das muss nichts heißen. Nein, aber unser Kader ist auch relativ dünn besetzt und wir haben dann schon in den letzten 8-9 Minuten Tribut zollen müssen. Zu Hause gab es ein Unentschieden gegen Flensburg. Auch das war ein harter Kampf. Was macht die Flensburger so stark auswärts? Ja, man muss es auch ein bisschen relativieren. Bei uns müssen sie eigentlich gewinnen. Sie führen 23-20, 6 Minuten vor Schluss. Und mit den Ambitionen, die diese Mannschaft hat, darf man eigentlich da nicht noch einen Punkt lassen. Sie spielen 60 Minuten ihren Streifen runter. Die Abwehr ist sehr kompakt. Und man muss eigentlich gegen diese Mannschaft spielen, auch zu Hause wie auswärts. Und das fällt vielen Mannschaften schwer. Wenn man nicht sehr diszipliniert spielt und agiert, dann läuft man Gefahr, Gegenstöße zu bekommen. Und da ist Flensburg 1A. Zur Aufstellung kommen wir ganz knapp. Und da ist die Abwehr auch ein Thema bei den Flensburgern, denn es fehlt ein ganz wichtiger Mann. Das ist Matthias Hahn mit der 10. Der hat sich zwar warm gemacht, aber spielen wird er nicht können. Und dann kriegen die natürlich ein Problem. Da werden wir sehen, wer dafür dabei ist. Es gibt ein paar neue Namen. Marc Markowka zum Beispiel mit der 18 und dann die 21 Lars Groh-Jeppensen. Das ist ein dänischer Rückraumspieler, der auch anfangen wird. Also kleinere Veränderungen. Bogdan Venter wird dann irgendwann eingewechselt mit der 7, ganz klar. So, und wie es bei Minden aussieht, das sehen wir jetzt. Auch da gibt es einige Unsicherheiten. Mike Vestichek hat eine Mandelentzündung. Da werden wir sehen, was mit ihm ist. Dimitri Kuseljew, der russische Kreisläufer, ist angeschlagen. Genauso wie Blaszo Lisicic mit der Nummer 19. Der Linkshänder, der den Mindenern im Rückraum so fehlt. Das schränkt die Möglichkeiten der drei Rechtshänder, Duschebaev, Zirke und von Behren, doch in der letzten Zeit ganz schön ein. Mal sehen. Er hat erst zweimal trainiert, was er leisten kann. So, gleich geht's los in der Mindener Kamperhalle. Wir sind rechtzeitig wieder da zum Anpfiff. Schiedsrichter dieser Partie, Hagen Becker und Axel Hack. Und am Ball André Klimowetz. Ansonsten umgeben von 4 Dänen und einem Norweger. Jetzt am Ball Christian Berge in der Mitte. Faxe Jörgensen mit der 14. Lars Groh-Jeppensen. Und Christian Jamin sowie Lars Christiansen auf den Außenpositionen. Erster Versuch von Klimowetz am Kreis. Jan Holpert befördert den ins Aus. Also, alle Angeschlagenen bei Minden sind an Bord. Also, Lisicic hier am Ball. Schibajew, das war klar. Von Behren auch, aber Kuseljew vor allen Dingen auch am Kreis. Der war nicht hinter der Linie. Zweite Parade von Holpert. Auch so ein langer Kerl, 2 Meter. Lars Groh-Jeppensen. Michael Biegler, das erweitert so ein bisschen die Möglichkeiten von Flensburg im Rückraum. Sie haben ja so einen Shooter eigentlich gesucht. Aber das ist schon enorm, wie die das hinkriegen mit 7 Rückraumspielern, die Spielanteile so aufzuteilen, dass jeder einigermaßen zufrieden ist. Ja, das ist eine sehr gute Wechseltaktik auch von Rasmussen. Er wartet da nicht lange und jeder kommt so zum Zug. Das war ein Stürmerfall. Das ist richtig. Da haben sie anscheinend eine gesunde Vorgehensweise gefunden. Und sie brennen alle auf ihren Einsatz. Und wir haben genug Spiele dieses Jahr und Flensburg ist auch noch international vertreten. Die meisten sind Nationalspieler. Von daher können sie sich auf Phasen im Spiel auch konzentrieren.
Jamit. Jörgensen. Berge, der ist abgefälscht worden. Gelbe Karte für Lisicic. Ja, und die Schiedsrichter schreiten zum 7-Meter-Punkt. Jeppensen bleibt da zunächst mal liegen. Christian Berge hatte da den Ball schnell gemacht und Jeppensen war auf Lücke gestoßen. Jörg Uwe Lütt, ich habe mir das Spiel der Mintner am vergangenen Freitag in Wallau angesehen. Da hat er überhaupt nichts zu fassen bekommen. Zur Halbzeit stand es da in der Ballsporthalle Höchst schon 20-14. Und hinter Lütt glühten da die Drähte. So, 3 Minuten absolviert, 2-0 für Flensburg. Die Übergangssituation zu schaffen gegen diese 3-1-Deckung der Flensburger ist in Ordnung, aber das Zusammenspiel der beiden Halben ist einfach deutlich zu eng angelegt. Das muss breit sein, mit mehreren langen Pässen muss versucht werden, den Deckungsverband einfach auseinanderzuziehen. Und so ist das schwer durchzukommen. Wobei wir zugestehen müssen, dass Lisicic jetzt ein paar Wochen verletzt war. Und auch Sascha Römernow sagt, ihm fehlt noch das Ballgefühl. Das ist ja wichtig, vor allen Dingen, wenn diese schnellen Pässe von Duschibajew kommen. Der hier den Ball verliert. Und Jan Fichter auf Lars Christiansen, das 3-0 für Flensburg. Das Ganze ist natürlich auch eine Generalprobe für die Flensburger. Wochenende steigt mal wieder der Schlager gegen den THW Kiel, das ewig junge Duell. Und da wäre das natürlich eine riesige Motivation, hier heute in Minden die Punkte zu stehlen. Und apropos THW Kiel, ein Tor, das erste für Minden durch Frank von Behren. Er hat gesagt, ich habe schon ein paar schlaflose Nächte verbracht, als die angefragt haben. Ich denke auch, das ist normal, das ist ganz klar. Jeder Handballer hätte da erstmal einen Kloß im Hals, wenn Uwe Schwenker anruft. Apropos Verstärkungen für den THW, Florian Kehrmann hat heute für 2 Jahre verlängert beim TBV Lemgo. Auch hinter dem war der THW Kiel her. 4-1 durch Jeppensen. Ja, Jan Holpert hat das Turnier von Sydney offenbar gut verkraftet. Er ist seit Wochen in guter Form. Wo
muss wahrscheinlich heute auch wieder durchspielen. Bjarnason gegen Holpert. Sören Horn, der zweite Mann im Tor der Flensburger, hat eine ganz komplizierte Fußbettentzündung. Und dem kommen die Flensburger gar nicht so recht bei. Aber solange Holpert so gut dabei ist, ist das nun wirklich keine Position, über die sie sich Gedanken machen müssen. Jörgensen. Ja, das war mit Ansage. Schon das dritte Tor durch Jeppesen. Was läuft da falsch auf der Position? Ja, ich denke mal, dass sie erstmal grundsätzlich mit einer anderen Formation gerechnet haben. Also auch die die Ausrichtung der 3-2-1 mit der Umstellung, dass Matthias Harnisch spielen kann, macht die Abwehr eigentlich nicht so kompakt. Aber Christian Berge ist sehr, sehr weit draußen, lässt fast kaum Spielaufbau zu. Zwei Gegenschüsse haben sich auch schon gefangen. Und eigentlich in der Grundformation mit Knoe oder mit Fechter zu rechnen. Und ich glaube, für die rechte Deckungsseite ist natürlich auch klar, ist nicht so in der Absprache drin, weil gespielt worden ist seit langer Zeit eben nicht in der Formation. Und hat auch mit Sicherheit nicht so sich so auf diesen Spieler vorbereiten können. Sascha Rümanow, der hat eben schon angedeutet, breiter auseinander im Angriff. Jament gegen Lütt. So, jetzt müsste es mal andersrum gehen. Axner ist rechts frei. Ja. Feiner Treffer abgeräumt. Bis rechts außen das 2-5. Thomas Axner. War ja einer der Spieler, der nicht darauf warten wollte, wie es am Ende mit dem VfL Gummersbach ausgeht, sondern vorher den sicheren Hafen Minden angesteuert hat. Aber es ist schon erstaunlich, die Gummersbacher sind eigentlich gut dabei, auch in diesem Jahr. Mittlerweile auf dem 5. Platz mit 10-6 Punkten. Zirke. Ich denke, das sind die Tore, die die Mindener brauchen. Denn Sie haben es vorhin schon mal gesagt, durch den reinen Positionsangriff ist es schwer, ein Tor zu machen. Also wird es womöglich auf beiden Seiten heute in der Abwehr entschieden. Ja, ich denke schon, und Minden muss hier eine starke kämpferische Leistung bringen. Und sie, am Anfang haben sie ein wenig Probleme gehabt. Wie gesagt, sie haben mit Sicherheit Training, kann ein Spiel einfach nicht ersetzen. Und sie brauchen ein paar Minuten, um sich zu finden. Mit den ersten Erfolgserlebnissen geht das dann mit Sicherheit gleich seinen Weg. So, jetzt wird gepfiffen. Der Mann, der reinkommt, das ist Bogdan Venta. Und der hat hier natürlich eine ganz spezielle Vergangenheit mit Nettelstedt. Wie viele direkte Duelle hat er hier miterlebt. War natürlich ganz anders unter Druck. Hier kommt er nach 10 Minuten rein und Erik Rasmussen sagt, immer wenn er reinkommt als Ergänzungsspieler, dann passiert eigentlich was Gutes. Hier war das nicht der Fall. Ballverlust.
Oh, wunderbares Tor! Ja, da war der angeschlagene Kuseljew gar nicht so scharf drauf, hier sich noch ein paar Beulen abzuholen, sondern gibt zunächst weiter. Duschebaev, der ist alles andere als ein gelernter Linksaußen, obwohl das auch schon ein guter Winkel gewesen wäre. Aber zieht noch rein und auf den völlig freien Bjarnason. Sehr gut. Sind sie wieder dran mit 4:5. Ja, wenn er weiter so wild fuchtelt, muss er aufpassen. Aaron Zirke. Ja. Von Behrend zieht am Trikot, das gibt sofort Gelb. Berge. Falsche Sperre am Kreis. Von Behrend. Duschebaev. Ja, jetzt ist er weg und das gibt auch noch einen drauf. Ja. Klimowitz gegen Kuseljew. Was? Freiwurf nur? Ja, völlig unverständlich. Das kann doch nicht sein, der war doch frei. Boah. Ja, also. Das ist ein absolut fehlendes Fingerspitzengefühl. Damit tun sich die Schiedsrichter auch selber keinen Gefallen. Von Behrend mit Gewalt. Zu durchsichtig, was Duschebaev da macht, aber Lütt ist dazwischen, der alte Fuchs. Schwaches Überzahlspiel der Mintner.
einfach, schlicht und drin, Frank von Behren. Ja, Frank hat nach einer Phase den Zug zum Tor einfach wieder gefunden. In den Spielen bis zur Olympiapause fehlt ihm das ein wenig, einfach auch den Weg zum Tor zu suchen. Und das ist auch mit Sicherheit mit den Olympischen Spielen wiedergekommen. Und deswegen ist es sehr wertvoll. Behren ist jetzt aus dieser Phase deutsches Nachwuchstalent längst raus. Er ist ein Spieler, der begehrt wird. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber es ist auch ein Mann, der mittlerweile vielleicht einen Tick länger überlegt und seine Frische und seine Unschuld auf dem Handballparkett verloren hat. Oh, wunderbar von Christian. Im Fluge die richtige Entscheidung getroffen. Das ist einfach zu früh. Der Übergang ist in Ordnung und dann muss der Ball zwei, dreimal wirklich mit Druck zwischen den beiden Halbpositionen hin und her gepasst werden, damit der Deckungsinnenblock die Wege nicht mehr schafft. Und dann ist so ein Anspiel an den Kreisläufer einfach möglich. Und dann kommt das an und dann ist eine hundertprozentige Torchance da. Aber ja, nicht nach der ersten Aktion. Tschubajew hat nicht nur Probleme mit dem Anspiel, er hat insgesamt schon drei Chancen vergeben und zwei davon waren bombenfrei vor dem Tor. Plus zwei kleinere technische Fehler. Und auch Lisicic hat Probleme auf der anderen Seite ins Spiel reinzukommen. Also der Rückraum tut sich sehr schwer von mir. Joi, durch die Reihen gepfeffert, Christian Berge. Das ist ja die einzige Position, wo sie nicht die ganz große Auswahl haben. Igor Lavrov ist immer noch verletzt, den haben sie ja auch noch dabei. Und jetzt im Spiel mittlerweile Thomas Knorr, der vorne auf der 1, wie die Handballer sagen, deckt mit der Rücknummer 20. Vorne auf der Spitze, da hat sich Berge doch ein bisschen verschlissen. Das sind lange Laufwege als Deckungsspieler. Thomas Knorr, das ist der Allzweckreiniger bei den Flensburgern. Der hat als Hahn und Klimowitz verletzt waren, auch am Kreis gespielt. Aber das ist ja auch die Philosophie von Erik bei Rasmussen. Er will Allrounder am liebsten in der Mannschaft haben. Guseljew. Wunderbar. Das ist ganz wichtig für Minden, dass der Spieler dabei ist, denn der stellt doch Sperren, sieht die Lücken, ist im richtigen Moment am richtigen Ort. Guseljew hat sich ja in der Bundesliga nochmal mords verbessert in seinem Leistungsvermögen und ist jetzt im Prinzip dadurch mit der Goldmedaille belohnt worden. Unterdessen das 8:6. Erneut ein Treffer von Christian Berge, dem Norweger. Thank you.
Fabian Holpert, der ist offenbar mit dem Rücken gegen den Pfosten gedonnert. Thomas Knau jetzt im rechten Rückraum. Mit Sicherheit aber auch mit der Intention, wie er es gerade gemacht hat, um auf die Kreisposition überzugehen und dort für Verwirrung im Deckungsverband zu sorgen. Ich habe bei Minden jetzt dabei, Mike. Bestichek, trotz der Mandelentzündung. Und wieder gut aufgepasst, aber keiner frei vorne. Also ab zu Duschebaev, der wieder im Stile eines Basketballers nach vorne. Zirke, das sind die einfachen Tore, die Minden gut tun, 7-8. Im Prinzip den Druck aufrecht erhalten, nach dem Tempo-Gegenstoß sofort ins gebundene Spiel gefunden und Dalan Duschebaev mit dem Ausgleich zum 8:8. Ja, Flensburg tut jetzt einfach gut daran, wieder zu versuchen, den Ball laufen zu lassen. Sie haben die Schwierigkeit, ohne Linkshänder zu operieren im rechten Rückraum. Nichtsdestotrotz sind die letzten Angriffe mehr oder weniger nur Stuttgart gewesen. Und damit ist Minden damit sicher nicht beizukommen. Lasso kommt für Franz. Lasso, Sie sagen, Abwehr, bleibst du, Angriff kommt dazu. Okay, nach Übergängen zu eng zu agieren, mittlerweile viel besser. Wenn gehst du raus, dann musst du schon zumachen. Wir versuchen zu schützen und dann das ist so wichtig. Ja, wir haben am Ende mal versucht, bei Sascha Römer noch reinzuhören. Hat nur Lisicic ermahnt. Es geht noch einen Pass mehr vorne spielen, nicht zu früh werfen. Lisicic hat dreimal geworfen, noch kein Tor. Und das merkt man ihm, glaube ich, auch an, dass er noch nicht wieder so ganz auf dem Damm ist. So, Wechsel wieder bei Flensburg. Venta jetzt in der Mitte als Aufbauspieler. 8,5 Minuten noch in der ersten Hälfte. Klimowetz, Sie sehen immer noch diese Bandage an der Hand. Er hat sich in der Vorbereitung die Hand gebrochen am Trikot eines Mitspielers. Axner an Freund und Feind vorbei.
Ja, Bjarnason versuchte da Jörgensen noch abzublocken. Das ist ihm nur bedingt gelungen. Und der Linkshänder Axner zieht natürlich irgendwann in die Mitte, damit er möglichst das ganze Tor vor sich hat. Thomas Axner, einer der vielen guten Rechtsaußen, die aus Schweden kommen. Neben ihm in der Bundesliga ja noch Thorsson, Pettersson und Ernelind. Und die sind alle drei, was die Nationalmannschaft angeht, vor ihm eingestuft. Der Ballverlust durch Venta. Bestičík. Muss er vielleicht doch abspielen. Ja, Axner bekommt den 7 Meter, weil er durch den Kreis gelaufen ist. Ich glaube, das ist auch klar. Also hier können wir es nicht auflösen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Jamint gegen Lütt. Oh, Jörg-Uwe Lütt hat den Upptag heute erwischt. Hat jetzt schon 9 von 17 Bällen gehalten, also über 50%. Das ist für den Torhüter sehr gut. Spektakuläres Anspiel von Duschebajew. Sechseinhalb Minuten noch in der ersten Hälfte. Ich weiß nicht, was jetzt am Zeitnehmertisch los ist. Ich denke, es geht um das Ergebnis oben auf der Tafel, aber... Das dürfte aber korrekt sein. Angezeigt haben die Fans sogar eigentlich, dass sie irgendwie mit der Spielstärke der Mitspieler nicht ganz einverstanden waren, aber ich denke, das ist alles ganz normal und regelkonform da unten abgelaufen. Eine Neuerung gibt es ja bei diesen Spielen. Das ist ja hinter der Bank des Zeitnehmertisches ein sogenannter Supervisor hinzugenommen worden, der auch die Gemüter in solchen Fällen ein bisschen beruhigen soll. Damit dann nicht das passiert, was hier jetzt geschieht, dass dieser Tisch belagert wird von sämtlichen Offiziellen beider Vereine. Und dann ein heilloses Durcheinander entsteht. Wir kennen das eigentlich von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Da funktioniert es sehr gut. Da geht der Supervisor dazwischen und schickt erstmal alle links und rechts zur Seite. Aber hier kann sich keiner so recht durchsetzen bisher. Da haben wir Manfred Werner, den Chef der SG Flensburg-Handewitt. Also
das ist eine Sache, die wir erstmal nach dem Spiel kontrollieren müssen. Erik Rasmussen redet davon, dass dies ein Einspruchsgrund sei. Es geht wohl um eine gelbe Karte, die Jörgensen offenbar bekommen hat, die aber nicht gerechtfertigt war, beziehungsweise die Zeitstrafe, die er erhalten hat, hätte eine gelbe Karte sein müssen. In der Zeit fiel wohl ein Mindener Tor. So, die Flensburger Version. Und es wäre nicht regelkonform. Die Schiedsrichter haben, glaube ich, sich darauf versteift, dass also die Schiris sagen, auf unserem Notizblock ist alles richtig vermerkt. Offenbar ist Rasmussen auf dem Trip, dass er sagt, die Zeitnehmer haben gelbe Karten zu viel notiert und deswegen gab es zu früh eine 2-Minuten-Strafe. Vielleicht was Grundsätzliches dazu, der Hinweis war eben komplett richtig. Also ich kenne es auch nur aus internationalen Vergleichen so. Den Huddel da unten, der dient überhaupt niemandem. Und beide Mannschaften haben einen Mannschaftsverantwortlichen, der diese Sache da unten mit den Schiedsrichtern bespricht und nicht von jeder Seite eben 3 oder 4 Leute. Eigentlich wieder gut rausgespielt, den Druck transformieren können von der zweiten Welle in den ersten Angriff. Das ist die Kunst, das ist eigentlich gut gelungen, aber Lars Christiansen hat Thomas Axner diesen Ball rausgespitzt und es geht weiter mit einer Ecke. Sicic verliert langsam die Geduld. Ihm fehlt die Spritzigkeit. Er kommt nicht weg vom Abwehrspieler. Zirke! Das wurde aber auch Zeit. Erik Weihe Rasmussen hat da schon den Arm gehoben, um den Schiris anzuzeigen. Jetzt ist es bald soweit und ich denke, sie waren kurz davor. Jan Holpert springt der vom Oberschenkel ins Tor. Plötzlich 3 Tore Führung für Minden. Ja, es wird alles durchgewechselt. Berge jetzt neben Venta und Markowka. Christiansen mit dem 9:11. Erneut eine Auszeit. Aber Flensburg ging das ganz schnell. Ja.
Sascha Rulmanov. Vor dem Spiel hat er gesagt, wir stehen eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Ich denke auch, man kann nicht alles auf den Spielplan schieben. Einige Mannschaften haben sich schon ein gutes Polster anlegen können, aber durch Siege gewinnt man eben auch Selbstvertrauen. Das beste Beispiel dafür ist die SG Wallau-Massenheim mit ihrer jungen Garde. Kann man es natürlich nicht auf den Spielplan schieben, ganz klar. Aber sie machen wenig Fehler bisher und haben sich da oben jetzt an der Spitze mit den Etablierten zunächst mal eingenistet mit ihren zwei Verlustpunkten. Erstes Tor durch Lisicic. Der nach vorne durchgeht. Die Sprungkraft ist noch nicht ganz da. Bogdan Venta findet einfach nicht zum Spiel. Sehr unglücklich seine Rolle. Die Flensburger wieder mit Venta, Berge und Markowka. Den hat er. Kein Foul gepfiffen. Da war Lütt schon in der Ecke und sofort läuft wieder der Gegenzug. Wunderbar gemacht von Besticek auf Zirkel und jetzt ist auch die Halle da. Eine Minute noch in der ersten Hälfte. Flensburg völlig von der Rolle. 5 Tore Vorsprung für GWD Minden. Sekunden noch. Tor durch Venta, das 10:14, aber noch die Chance, einen Eingriff geplant durchzuziehen. 5 Sekunden noch. Janasson auf Kuseljew. Falsche Sperre. Und das war's in der ersten Hälfte. GWD Minden führt gegen die SG Flensburg nach einer gewaltigen Steigerung mit 14:10. So, zweite Hälfte. 14:10 steht es für GWD Minden gegen die SG Flensburg-Handewitt. Oh Wunder, die haben 5:1 geführt und dann nur noch 5 Tore während der Restlaufzeit erzielt.
Michael Biegler, der Trainer der SG VfL Hameln. Haben die vielleicht schon so ein bisschen das Kiel-Spiel im Kopf? Ja, das wäre ein Erklärungsansatz. Ich hoffe es nicht eigentlich. Die Aufgabe in Minden ist schwer genug, aber für die Flensburger ist mit Sicherheit das Spiel gegen Kiel was ganz, ganz Besonderes und ganz ausschließen kann man es eigentlich nicht. Und sollte das der Fall sein, lässt das vielleicht ein bisschen einen Erklärungsansatz dafür geltend machen, dass einfach Prozentpunkte fehlen und Flensburg sich eigentlich nicht stabil genug hier zeigt. Ist in dieser Saison die Abteilung Regeneration der wichtigste Trainingsinhalt? Ja, ein großer und ein sehr, sehr wichtiger und ein mit Sicherheit noch nicht so erforschter und automatisierter Trainingsinhalt, mit Sicherheit, ja. Denn das sind ja mittlerweile Verhältnisse wie beim Eishockey, alle 2, 3, 4 Tage, also der Rhythmus wechselt ja auch innerhalb der Woche, ist wieder ein Spiel, ein neuer Höhepunkt. Ja, für mich ist ein sehr wichtiger Aspekt, der betrifft eigentlich nicht die physische Regeneration, sondern darüber gibt es aber auch noch nicht so fundierte wissenschaftliche Aufschlüsse. Das ist der Aspekt einfach der psychischen Regeneration nach Spiel. Die Spieler beschäftigen sich damit, sie bereiten sich auf Gegenspieler vor, wissen um dessen Stärken, wissen, wie sie ihre eigenen Stärken gegen betreffende Spieler in Szene setzen können. Und die Häufigkeit der Spiele bedarf ja schon auch noch eine Nachbetrachtung nach so einem Spiel. Und die Zeiträume werden sehr, sehr kurz. Ja. Physisch sind eigentlich alle gut genug drauf, um noch lange Zeit sowas zu regeln. Meter, Lars Christiansen gegen Jörg Uwe Lütt. Und bei Flensburg nicht nur Christiansen mit diesem cleveren 7 Meter, sondern der bewährte Innenblock ist wieder da. Matthias Hahn soll jetzt die Abwehr zusammenhalten mit André Klimowitz und Erik Rasmussen hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil es offenbar anders nicht geht in der Deckung. Denn Hahn wollte eigentlich heute nicht spielen, wegen seiner Knieverletzung. Ja, auch GWD muss sich jetzt natürlich erstmal wieder umstellen, ein bisschen akklimatisieren gegen diese 6-0 und gegen diesen Innenblock der 6-0 muss jetzt vermehrt eben mit Rückpässen gearbeitet werden, mit druckvollem Positionsangriff im 3-3 und vielen Rückpassvariationen. Das ist eine ganz andere Spielanlage und eine ganz andere Spielanlage ist einfach jetzt erforderlich als noch in der ersten Halbzeit, als mit Übergängen agiert werden konnte. Zirke. Vesicek. Ja, der lässt den Ball fallen wie so ein Taschentuch, das man mal so aus der Hosentasche entfleuchen lässt. Aber das kennen wir, das macht er gern. Diese Drehung des Balles nach innen und der alte Abstand steht wieder. 15-11 für Minden. Fehler, aber vorher Freiwurf. Ja.
Oh, wunderbares Tor von Christiansen, der nach außen abgedrängt wird und dann trotzdem noch den Effet auf den Ball bringt. Ja, da wird mit Sicherheit nicht mehr weder mit einem Schuss gerechnet, eher sogar mit einem Pfiff des Schiedsrichters und ist völlig überrascht worden. Von Behren, Duschebaev, Kuselev am Kreis. Ja, wenn er ein bisschen Platz hat, wenn er geholt wird, dann kann Frank von Behren mit Dampf dahinter auch aus 9,5 Metern ein Tor machen, gar keine Frage. Ah, der kullert noch rein. Jetzt gelb für Rümanow. Der beschwert sich immer noch bitter. Jorgensen, Berge, Jeppinson. Also bei ihm schaffen sie es jetzt in der zweiten Hälfte, genauso wie ab Mitte der ersten, ihn nach außen abzudrängen. Seine Wurfkraft kommt nicht ins Spiel. Das Spiel jetzt zerfahren, kein gutes Niveau. Ja, Flensburg hat schon am Ende der ersten Halbzeit sich zu häufig in Einzelaktionen verzettelt und war damit eigentlich schon schlecht beraten. Sie haben 10 Minuten Zeit gehabt, sich wieder neu zu finden, aber wie man sieht, doch nicht so mit dem nötigen Erfolg. Es gibt Freiburg für Flensburg, ja, ja. Ja, die Unterbrechungen sind jetzt darin begründet, dass hier ein paar Hallenzeitschriften auf Spielfläche geflogen sind, also kein Foul oder sonstige technische Probleme. Die Zuschauer sind einfach sauer. Matthias Hahn auch im Angriff. Glasgow, Jeppesen. Verliert jetzt auch so ein bisschen die Nerven. Das ist ja einer der jungen dänischen Garde.
zusammen mit Groß Waldstätter Joachim Bolzen, die Dänen wieder an die Weltspitze heranführen sollen. Jamin. Ja, mit Gegenstößen kann sich Flensburg natürlich wieder ins Spiel bringen. Im aufgebauten Angriff gefällt mir das eigentlich überhaupt nicht, was Flensburg hier heute bietet. Aber sind wieder bis auf zwei Tore ran. So kann es gehen. Kuseljew hat vorher verworfen. Er hatte die Chance, auf 4 zu erhöhen. Und nun ist das Spiel wieder völlig offen. Kuseljew war da vorher schon gefoult worden. Freiwurf für mich. Naja. Ja. Dimitri Kuseljew im Zusammenspiel mit Talant Duschebaev. Auch bei Duschebaev geht es um die Vertragsverlängerung. Er hat offenbar eine ganze Menge Angebote aus dem In- und Ausland und aus der Mitte Spaniens von Ciudad Real. Jetzt haben wir noch spanischer Nationalspieler. Landfallfreunde wissen das natürlich. Jetzt gibt's Flensburger sind im Torraum. Da gibt's 7 Meter, ganz ähnliche Situation wie vorhin. Als Lisicic das Tor abgepfiffen bekam, aber nun deutlich zu sehen, hier Pinsel und Christiansen, beide weit hinter der 6-Meter-Linie. Frank von Behren gegen Jan Holpert. Tja, vor 3 Wochen mussten die noch den Sydney Blues verarbeiten. Jan Holpert hat das schneller geschafft als Frank von Behren, der sich so langsam erst wieder ranarbeiten muss an seine Leistung. Thomas Knorr. Das ist natürlich ein Mann, der diese 1:1 Situation leben kann wie kein zweiter. Der auch noch durch die geringen Spielzeiten die nötigen Kraftreserven besitzt. Noch 20 Minuten, 17:15 für Minden. Das ist so eine Sache, da kennen sich eben die beiden. Frank von Behren zieht auf die kurze Ecke. Und da stand Holpert schon. Berge, Jamint, Knorr und Hahn am Kreis. Schöner Spielfluss, schönes Tor von Flensburg. Das war seit langer Zeit mal wieder ein herausgespielter Treffer. Super Anspiel von Berger, aber Christiansen, Sie sehen schon, auch er kann mit dem Ball alles. Ob Andrea gefragt ist oder einfach der hohe Ball in die lange Ecke. Jetzt sind sie wieder dran.
nicht so. Verliert auch Minden die Kontrolle über dieses Spiel. Zu früh abgeschlossen durch Dahlan Dushibayev. Dermot ärgert sich, dass er diesen Ball verloren hat. Jetzt wäre er vorbei gewesen an Bjarnason. Oh, welch wundersame Wandlung. Wie kommt denn Knorr da noch an den Ball? Ja, Axner war's. Thomas Axner spritzt da von außen rein. Trifft Matthias Hahn im Gesicht, aber auch den Ball und spielt diesen an Knorr weiter. 17-17. Michael Biegler, so ähnlich war es in Hameln, 14-12. Hat ihre Mannschaft geführt und plötzlich stand es 16-15 für Flensburg. Ja, ist genau vergleichbar mit dem Spiel vor einer Woche. Wir hatten vorher auch in der ersten Halbzeit schon einen etwas höheren Vorsprung erspielt. 9-5, 10-6. Und nach 14-12 Halbzeit kam er raus und Flensburg ist relativ schnell in Führung gegangen. Aaron Zirke. Den muss Lütt halten. Hat gut gespielt bisher. Das kann am Ende ganz, ganz schmerzhaft für GWD sein. Der Treffer eben von Thomas Knorr mit dem von Axner noch zu ihm beförderten Ball. Plus beide Tore eigentlich von den Außenpositionen. Nicht, dass sie am Ende mal ein bisschen wehtun. So, der zweite Mann macht sich bereit. Malik Desirevic. Kommt auch. Der Kroate mit dem holländischen Pass war Handballer des Jahres in Holland. Ich habe so das Gefühl, dass die Kräfte erlahmen im Rückraum der Mittner. Da fehlen jetzt ein paar Zentimeter Sprungkraft. Die Schnelligkeit der nun besser stehenden Deckung, um Matthias Hahn ernsthaft Schaden zuzufügen. Eine Viertelstunde noch zu absolvieren. 18-18. Es geht ja Schlag auf Schlag. Morgen spielt Wallau in Kiel, dann Flensburg gegen Kiel. Und so geht das locker weiter. Die Spitzenmannschaften spielen jetzt in loser Folge in den kommenden Wochen gegeneinander. Und Auszeit von Sascha Römernow. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Der Angriff ist ins Stocken geraten. Dann gehe ein bisschen ran an die Verteidigung, dass sie dich halten müssen. Ne? Warte bis zum Last Call. Hey!
Ganz kurze, knappe Kommandos. Erik Rasmussen zu Thomas Knorr gesagt, ruhig ein bisschen dran an die Abwehr, dass die verteidigen müssen, dass sie was zu tun bekommen und dann weiterspielen. Aber das sind Binsenweisheiten, Druck machen und kurz bevor man fest gemacht wird, den Ball abspielen, damit eine Überzahl entsteht. So, Minden wieder mit Axner, mit Lisicic, mit Kuseljew. Janasson jetzt mit am Kreis. Duschebajew versucht es auf Kuseljew. Ja. 19-19. Ja, um das Spiel für sich einfach zu gestalten, benötigt Minden allerdings, und das ist jetzt entscheidend, eine etwas effektivere Deckungsarbeit. Sie haben sich jetzt zwei, dreimal in einfachen Situationen Tore eingefangen. Und es sind nicht nur Gegentore, sondern auch, es ist eben auch keine Möglichkeit da, selber schnelle, einfache Tore zu erzielen, die sie mit Sicherheit benötigen. Ja, Lisicic fasst sich da schon auf die Oberschenkel in der Deckung. Der ist platt. Die Schiedsrichter ermahnen den Dänen, sich nicht einzuhaken. Deswegen sind die beiden eben zusammengesunken. Tja, das wäre schon ein schwieriges Szenario in Minden. 7-9 Punkte. Es gibt ja immer noch die Vorgabe, ein bisschen zu sparen für Horst Bredemeier. Also er muss diesen Kader eigentlich weiter etwas abspecken, ohne an Qualität zu verlieren. Ja, das ist das, was ich eben schon zweimal gesagt habe. Das sind Tore, die man sich einfach nicht fangen darf. Der Ball ist eigentlich schon längst auf mittlerer Seite und landet dann doch im Netz. Ja, hier. Da müssen sie ihn haben, aber Bjarnason war schon längst nach vorne abgewischt. Also hat da einer gefehlt. 19-20. Aber nochmal zu dem Gedankengang zuvor. Die Mindener kümmern sich ja sehr um die Nachwuchsarbeit. A-Jugend war deutscher Meister, aber die Jungs brauchen noch ein bisschen, um in der Bundesliga spielen zu können. So, die Möglichkeit für Flensburg jetzt, knappen Vorsprung auszubauen. Jeppesen. Das war eigentlich keine schlechte Position von ganz oben. Aber auch Zirke viel zu früh geworfen. Da kommt kein Freiwurf. Oh, Christiansen hat es dann nochmal versucht anzutäuschen, 1 gegen 1 zu gehen. Und Duschebajew organisiert den Tempo-Gegenstoß. So, jetzt hat sich die Szenerie beruhigt. Pesicek geht raus, Axner kommt. Rufen hier nicht GWD Minden oder ähnliches, sondern den Namen des Stadtteils Dankersen natürlich, der ja dieses GWD am Anfang integriert ist.
11 Minuten noch. Flensburg führt mit einem. Ja, das sind Bälle, die Flensburger auch einfach cleverer verwertet haben, diese Abpraller. Und jetzt gibt es 7 Meter. Es gibt ja eine ganz interessante Regeländerung beim Fußball. Wenn da Spieler auf dem Feld ganz wild herumfuchteln und die gelbe Karte fordern, dass sie dann selbst verwarnt werden. Ich finde, das könnte man auch beim Handball einführen, was im Laufe so eines Spieles so alles an 2 Minuten von der Bank angezeigt wird oder auf dem Spielfeld. Das finde ich persönlich sehr, sehr unfair und ist irgendwie auch vom Verhalten nicht dazu angetan, die Szene wohl zu beruhigen, sondern das schürt meistens nur noch weitere Aggressionen. So, jetzt kommen wir aber zum 7 Meter. Er hat es versucht, Christiansen, dieser seichte Ableger über den Scheitel. Aber Sirevic hat rechtzeitig genug die Arme wieder oben. Also es bleibt beim 19:20 aus Mittelsicht. Ganz stark von Zirke, der sich keine Gedanken macht über den verworfenen Ball zuvor, sondern hier wieder voll drauf geht. Er ist jetzt in dieser zweiten Hälfte einfach effektiver und auch heißer als Frank von Behren im Rückraum. Schiedsrichter Mann Klimowetz. Er soll sich da beruhigen. Klar, das ist ein harter Infight mit Pesticek am Kreis. Sehr gut aufgelegt von Berge für Jeppensen. 9 Minuten. Flensburg mit einem Tor vor. Tuschebaev. Oh, von Behren noch dazwischen und die Mitten haben den Ball. Können Sie was draus machen? Duschebaev, keiner ist dabei. Ja, Zirke brennt jetzt lichterloh. Talan Duschebaev. Noch 9 Versuche und da ist 2 Tore. Für einen Mann seiner Klasse eine indiskutable Quote. Aber auch er ist schon auf den Knien. Er ist kaputt. 7 Minuten noch. Was
ist ja jetzt ein zweischneidiges Schwert. Hat Flensburg jetzt noch die Leute, um nochmal zu wechseln, bessere Kraftreserven zu haben, die aber möglicherweise keine Sicherheit besitzen? Und auf der anderen Seite Minden, da sind die Spieler heiß. Da haben alle ihre Spielanteile gehabt, aber sie sind platt, offenbar, einige von ihnen. Ja, wobei mit Sicherheit Thailand jetzt nochmal kommen wird. Stehen breit. Lisicic. Der Schiedsrichter sagt, er war schon im Kreis. Ja, ja, er stand schon, klar. Sechs Minuten noch. Ein Tor vor für Flensburg. Also wenn Minden das schaffen will, dann wird es ein Kraftakt. Die Angst ist genau wie beim Wurf zuvor. War auch jetzt Holpert am Ball dran. Beim Wurf des Kreisläufers, aber das Tor kann er nicht verhindern. Fünfeinhalb Minuten. Das Spiel hat wieder an Tempo und an Qualität gewonnen in dieser zweiten Hälfte. Ja, alles drängt zur Mitte. Bayev kann es nicht verstehen, aber er steht im Kreis. Ja, er steht im Kreis und das ist ganz pfiffig gemacht von Christian. Da nur noch zu springen, gar keinen Schuss mehr zu riskieren, was ganz, ganz entscheidend ist in dieser Phase. Und das wird schwer für Min über diesen Zeitraum, falls dieser 7 Meter sitzen sollte, kämpfen sich jetzt immer wieder im Unentschieden. Hätten aber mehr. Der mag es noch nicht reichen. Jetzt muss einer der Torhüter einen Freien halten. Anders geht's nicht. Jament abgeklärt. Mit Kuseljew am Kreis. Und Holpert, den hat er. Und ins Aus. Vier Minuten noch. Ja, die Wischpausen. Die besorgen zu uns ganz schön, muss ich sagen. Also, das verlängert die zweite Halbzeit noch ganz schön. Oh, Bad Schwartau bleibt weiter oben dran. Auswärtssieg in Wetzlar mit 19:18. Gummersbach ebenso. Die sind Tabellennachbarn. Bad Schwartau jetzt mit 11:5 Punkten und Gummersbach mit 12:6. Respekt. Und Nordhorn gewinnt zu Hause gegen Nettelstedt, hat jetzt 10:4 Punkte. Also alles Mannschaften, die hinter der Spitze
rangieren. Michael Biegler, irgendein überraschendes Ergebnis bisher dabei? Ja, ich denke schon, die Niederlage von Wetzlar zu Hause. Ich habe jetzt gedacht, nach der Olympiapause sind sie auf eigentlich vollzählig und haben auch ihren Linkshänder dabei und den spielberechtigt. Und Wetzlar ist eigentlich sehr heimstark. So, zurück zu dieser Szene. Zirkel hätte da locker abspielen können auf Axner. Aber der Deckungsblock der Flensburger läuft durch den Kreis. Deswegen gibt es 7 Meter und wieder die Chance für Minden auszugleichen. Und es tritt an Frank von Behren. Er übernimmt, so abgedroschen das auch klingt, Verantwortung. Und er trifft. Da war noch mal so ein kurzer Blick zum Nationalmannschaftskameraden nach dem Tor. Junge, dir habe ich es gezeigt. Etwas mehr als 3 Minuten noch. Jörgensen, Berge, genau. Freiwurf für Klimowitz. Zwei Minuten 50 noch. Minden hält wenigstens die Option offen, so viel können wir sagen. Oh, in Pfosten raus. Zum ersten Mal haben sie in so einer Situation Pech. Ansonsten können sie sich nicht beschweren über Abpraller oder Tore von außen. Da waren knappe Dinger dabei. Und jetzt hat Minden die Chance, in Führung zu gehen. 2 Minuten 15 Sekunden. Axner, Isicic, Kuschebaev, von Behren, Kuseljev und Bjarnason. Langer Wechsel und von Behren. Der Franz, der kann's. Holpert war wieder mit den Fingerspitzen dran. Ja, aber der passte genau. Da konnte Jan ja auch nichts dran ändern. ...90 Sekunden noch. Berge. Jörgensen. Auch der geht raus. Platte und raus und er war nicht hinter der Linie. Ja, sie stehen auf, weil sie Mindner sind. Oh, wir hatten ja bei unserer letzten Übertragung die Situation, dass ein gegebenes Tor weit vor der Linie absprang. Ein Treffer von Stefan Kretschmar. Heute ist das, glaube ich, klar geworden. Isicic, auf die müssen jetzt was machen. Der Arm ist oben. Ich glaube, es gibt nur Freiwurf. Es muss gewischt werden. Kuschebaev, der hat das natürlich erkannt. ...45 Sekunden noch. Ich glaube, erkannt zu haben, Duschebaev sagt, von deren muss hinter ihm kommen. Macht jetzt erstmal einen Freiwurf. Zeit läuft weiter, nicht angehalten. 30 Sekunden noch. Duschebaev, das ist die Entscheidung. Das war's für Minden, das 25 zu 23, noch 19 Sekunden.
Und Auszeit. Auszeit von Erik Rasmus. Na, was will er jetzt noch machen? Michael Biegler. Etwas testen, ich denke, für andere Spiele. Wo er vielleicht in der Unentschieden noch versucht, das Tor zu machen. Keiner darf. Aber einfach diese Situation kann man auch insgesamt nicht mehr anstellen. Es ist wirklich auf den ersten Blick unverständlich, aber wann probiert man das jetzt? Also es gibt speziell eingeübte Dinge. Und wenn sie funktionieren in dieser Restspielzeit, dann ist es gut. Wenn es in die Hose geht, kann sich keiner beschweren. Ja, du. Irgendeiner muss aber jetzt werfen, weil sie wirklich noch die Aussicht auf den Punkt haben wollen. Nee, das war's. Jeppensen hat gleich zwei Trikots, eins am Fuß und eins um den Hals. Oh, das ist ein Szenario jetzt. Weltklasse. Also der siebte Feldspieler ist reingekommen. Ist das zu spät? Ja, natürlich. Also dafür muss man dann keine Auszeit nehmen, glaube ich. Also da stimmt jetzt das Timing also überhaupt nicht mehr. Auch der geht weg. Das Spiel ist vorbei. Die GWD Minden gewinnt nach großem Kampf gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 25-23. Wir sind gleich nochmal zurück in der Kamperhalle und werden mit dem Matchwinner reden, mit Frank von Behren. Wir sind nochmal zurück in der Kamperhalle, wie versprochen, mit Frank von Behren. Ja, kann man sagen, der Matchwinner, kommen wir gleich darauf zu sprechen, Frank von Behren, der Sydney Blues. Wir haben alle davon gesprochen, wir haben davon gehört. Sind das so Spiele, die man braucht, um die Enttäuschung von Sydney möglichst schnell vergessen zu machen? Ja, sicherlich. Wenn wir jedes Spiel so spielen würden, dann wäre ich sehr zufrieden damit. Und das stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein, in solchen entscheidenden Situationen die Tore zu machen. Und wir müssen uns einfach versuchen, die nächsten Spiele zu bestätigen. Am Selbstbewusstsein bei Ihnen hat es mit Sicherheit nicht gefehlt. Es war ja heute eine Achterbahnfahrt am Anfang, Vorteile bei den anderen, dann kam die andere Mannschaft wieder zurück. Und dann dachte man eigentlich am Ende, jetzt packt es Flensburg. Und dann haben Sie nochmal richtig zugelangt. Ist das ja, gut, das war bei Olympia auch schon so zu sehen. Die Mannschaften lagen 5 Tore zurück teilweise, haben sich wieder rangekämpft, gingen wieder in Front. Das ist halt so im Handball, wenn man 60 Minuten nicht konzentriert durchspielt, dann... Ja, hat man keine Chance. Man muss schon versuchen, über die volle Distanz zu gehen und gute Leistung zu bringen. Nur dann kann man so ein Spiel gewinnen gegen eine Spitzenmannschaft wie Flensburg. War das abschließend nochmal jetzt so ein Zeichen, wo es in Zukunft lang geht mit Minden? Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Aber wir müssen das in den vermeintlich leichteren Spielen auch bestätigen und das ist sehr schwer. Wir werden sehen, das nächste Spiel gegen Schwartau. Die haben heute gewonnen. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Frank von Behren. Bitte. Für mich bleibt noch der Hinweis, die anderen Ergebnisse der Spiele von heute, die bekommen Sie natürlich im News Center. Das folgt eben sofort im Anschluss an diese Sendung. Und Handball gibt es wieder kommenden Mittwoch, 1. November. Da sind wir dann wieder um 20.15 Uhr für Sie da, nämlich beim Spiel Lemgo gegen Essen. Tschüss, bis dann.